Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Brotherhood, Folge Nummer 37. In der letzten Folge haben wir die letzte Kriegsmaschine von Leonardo fertig gemacht, haben dann als Geschenk von ihm einen von ihm entwickelten Fallschirm bekommen, haben den dann auch getestet, ist ziemlich nice eigentlich. Und ja, haben dann noch ein Auftragsattentat gemacht und jetzt haben wir noch zwei vor uns und das sind dann hoffentlich endlich die letzten. Ich habe euch das Gelaufe erspart und wir steigen auch direkt ein. So. Abschlussprüfung. 4 päpstliche Garden der Borgia werden heute ihre Ausbildung abschließen. Überbringt ihnen die Glückwünsche der Bruderschaft von Nicolo. Keine Gesundheit verlieren, ja. Lass mal gucken. Boah, Leute, das ist doch jetzt nicht echt wieder 200 Meter weg, oder? Oh lol, haben die den erschossen? Dann loot ich den. Entschuldigung. Ich meine, wenn ihr schon einen Dieb liegt mit 500 Florin, dann loot ich auch die Scheiße aus dem raus. Achtung, beiseite. Ja. Und dir? Was genau hat diesen Ausbruch von Oh Mann, natürlich ist es im Castello, ne? Moin, Leute. Ich renne einfach durch, fuck that. So, das ist wieder da drüben, wo wir schon mal waren für eine der Hauptmissionen. Da kennen wir uns ja bestens aus. Ui, haben die das geschlossen? Na gut, dann kommen wir denn dann da rein? Ja, Mann, die haben das geschlossen. Okay, dann müssen wir halt durch den Vordereingang, nehme ich an. Oh Mann, jetzt müssen wir wahrscheinlich auch komplett außenrum, oder? Nee, alles klar. So, kann ich mich hier an der Tür hochkraxeln? Nee. Okay. Da müssen wir anscheinend wirklich ins Castello rein. Ah ja, dann ist es so, ne? Ich meine, kein Problem. Wir müssen auf die Mauer. Auf die Mauer, auf die Lauer. Sitzt ein kleiner Ezio. Moin. Ciao. Na, ach komm, ey. Das war das. Okay, die Bullshit-Bell muss geklingelt werden, aber richtig hart. Das war Quatsch. Dass der da direkt die Mauer runterhüpft. Und sonst, wenn er mal irgendwo runterhüpfen soll, braucht er die fünffache Bestätigung von mir. Eieieiei. Ja, ja. Nice. Die Bullshit-Bell ist heute hart am Klingeln. So. Jetzt nochmal. Wir müssen hier hoch wahrscheinlich. Nee.
Schwing dich hoch, Ezio. It's time. Also das mit den Fallschirmen war ja der Shit, Leute. So. Ja, das war eine schöne Abschlussfeier hier. Wiedersehen, Guys. Wir sehen uns in der Hölle, Mann. Neue Erinnerung an Christina verfügbar. Darauf habe ich ja immer Bock. Cool. Dann machen wir hier hinten jetzt auch noch schnell. Ich weiß, Leute, ihr könnt die Nebenmissionen wahrscheinlich schon echt nicht mehr sehen. Aber irgendwie, die machen auch Bock. Weil diese Christina-Erinnerungen sind immer mal ein schöner Einblick in Ezios Mind. So, wie kommen wir hier raus? Na komm. Mann, das mit dem Fallschirm, das war ja gerade eigentlich echt nice. So, über die zu fliegen und dann Luftattentat zu machen. Ja, nice. Kann man mal machen. Dann schwimmen wir jetzt darüber, einfach nur, weil ich keinen Bock habe, nochmal Ärger mit den Wachen zu bekommen. Ey, aber dieses Runterklettern, das war schon wieder echt Quatsch. Also, dass er da direkt runtergesprungen ist. So, und hoch hier. Das Königreich Montenegro wurde von den Türken erobert. Gerüchte über erbitterte Kämpfe breiten sich aus, jedoch sind die Überbringer dieser Nachrichten allesamt geflohen, bevor der Ausgang des Platzes sank. Ja, ganz schön viele päpstliche Heinis hier. Oh Gott, und drei lauten Heinis. So, ist es hier drin? Ja, wahrscheinlich, oder? Hier haben wir ja das erste Mal gegen den Papst gekämpft. Und auch das letzte Romulus-Versteck war hier. Wird aktuell renoviert, wie ihr da hinten seht. So. Ist das nicht gefährlich? Ja, eigentlich schon, aber ich bin erfahren in diesem Gebiet. So. Dann hoffentlich das letzte Auftragsattentat, denn echt, die sind auch für mich nicht so geil zu machen. Okay, Kardinaltugend. Die Lakaien der Borgia glauben, sie könnten sich hinter der Kirche verstecken. Statuiert an einem Kardinal ein Exempel, tötet ihn, bevor er das Allerheiligste von San Pietro erreicht. Niccolo. Nur den Kardinal töten. Ja, mal gucken, Leute. es fängt schon super an. Der Typ will uns direkt auf den Sack gehen. Und Ezio will ja wieder nicht loslassen. Ah, ja, ja, die Bullshit-Bell, Leute. Die will heute geballert werden. So. Bin mal gespannt, wie weit das wieder weg ist. Ach, beiseite jetzt, Alter. Okay, Pfeilhagel ist auch wieder verfügbar, falls alles schief geht. Oder falls ich einfach keine Lust habe mehr, diese Games hier zu spielen mit dem Töte nur den. Werd ich entdeckt, wehe, du verlierst Gesundheit, weil du falsch kletterst. So, hier irgendwo muss der Kardinal sein. Machen wir das Adlerauge an. Da ist er doch. Oh, was will der denn von mir? Hallo? So, zack. Wir haben nur den Kardinal getötet. Wiedersehen, Papal Guards. Oh, scheiße, die sind richtig schnell.
Boah, die sind ja fucking schnell. Okay, Leute. You wanted. Willkommen in meiner Gasse. Jetzt werdet ihr hier abgestochen. Tja, hättet ihr mich mal wegrennen lassen, Leute. Okay, wir sind entkommen. Cool, dann wir sind erst bei 10 Minuten. Dann, Leute. Ja, das war anscheinend auch das letzte Attentat. Es sei denn, nach der Christina-Erinnerung kommt noch was. Dann sliden wir jetzt direkt runter zur Christina. Und ich dachte eigentlich, da geht's nicht weiter. Weil, ja, ihr Ehemann, der findet es sicherlich nicht so geil, dass Ezio hier dann mit am Nödeln ist. So, kommen wir hier hoch? Nee, ne? Ja, natürlich nicht. Ah ja, da ist ja eine Treppe. Aha, schon wieder Wartungsarbeiten in Santa Marias Popoloch. So, wir gehen hier gerade mal bei der Bank vorbei und holen das Money, das wieder drauf liegt. Jo, Alter, wir sind schon wieder 60.000 Florin schwer. Für die Damen gibt es Charles. Charles? Ui, der sticht euch die Pickel auf, der Doktor. Entschuldigung, wollt sie nicht erschrecken. Was zum Teufel soll das? Oh Mann, ey, die Stadt will schon wieder nicht, dass wir da hinkommen. So, hier vorne ist es. Das ist doch schon wieder die gleiche Frau, die aussieht wie Christina, ne? Okay. Venedig, 1486, 10 Jahre nachdem Ezios Familie ermordet wurde. Ich hoffte, dich heute Abend zu treffen. Ich habe nicht viel Zeit. Das Fest des Dogen beginnt schon bald. Egal, ich habe Neuigkeiten. Offenbar ist Christina Vespucci zum Karneval in Venedig. Standet ihr euch nicht nahe? Irgendwann. Vielleicht hätte ich besser nichts gesagt. Sie ist mit ihrem Mann. Vielleicht ist sie nicht froh, dich zu sehen. Nein. Es ist wunderbar. Es ist Karneval. Mit dieser Maske wird sie mich nicht erkennen. Ich weiß aber, wie ich ihre Aufmerksamkeit erregen kann. Grazie, amico. Okay. Persona non grata. Christina eine Nachricht zustecken, um sie vom Fest wegzulocken. Aha. Ezio, Alter. Die hat einen Mann, ey. Jetzt chill mal. Ciao, Leonardo. Wir sehen uns, Mann. Okay, das war zu Karnevalszeiten. Squero di Sana Trovasa. Travaso. Komm rum. Gib mir Break. Alter, laut, Heini, ich hab jetzt echt keine Zeit. Ja, ist ja auch schon. Lol, Christina ist weggerannt. Oh Gott, das ist Ezio, ich bin raus hier. Ja, das war wieder der Lautenheini, der mich verraten hat. Hängt mir direkt am Arsch und nur mir. Ich dachte, wir wären Freunde, Lautenheini. So, dann verschrecken wir jetzt mal den Lautenheini. Sehr gut. Ja, indeed, das hast du.
Boah, Ladies, ich muss an euch vorbei, Mann. So, jetzt muss ich sie nur am Treffpunkt erwarten. In der Gasse auf Christina warten, alles klar. Ja, Karneval war zu Assassin's Creed 2 echt cool. Ich weiß noch diese Minigames, wo Dante uns beschissen hat. Christina. Christina. Manfredo, seit wann bist du so romantisch? Lol, sie erkennt ihn halt echt nicht wieder, ne? Ezio, was zur Hölle tust du hier? Du wagst es? Christina, alles ist gut. Alles gut? Ich habe dich 8 Jahre nicht gesehen. Sieh, ich hatte Angst, du würdest nicht kommen, wenn ich dich bitte. Genau, wäre ich nicht. Ezio, das letzte Mal, als ich dich sah, küsstest du mich in einer Gasse und dann hast du mich heiraten lassen. Es war die richtige Entscheidung. Er liebt dich. Wen kümmert, was er will? Ich liebte dich! Du hattest eine zweite Chance. Bitte, Ezio, suche mich nie wieder auf. Uff, Alter. Ja, tut mir leid, Ezio. Ja, und am Ende war es doch nicht richtig, was wir gemacht haben. Story of a man's life, hä? Oh Mann. Na gut, so viel zu Christinas Erinnerung. Das war jetzt aber die letzte, oder? So, dann, was haben wir noch? Wir sind erst bei 17 Minuten, da würde ich sagen, schieben wir hier noch, einfach weil wir in der Nähe sind, den Kurtisanenauftrag mit rein. Und dann war's das. Mal gucken. Ach, oh Mann. Auf der Minimap sieht's aus hier wie eine Straße. Ja, das sollten sie, Sir. Und hatte der eine Eiswaffel in der Hand? Das habe ich letztens schon mal gesehen, aber das kann doch gar nicht sein, oder? Wartet mal, das interessiert mich jetzt. Ciri, wann wurde das erste Eis erfunden? Ich habe im Internet das zu, wann wurde das erste Speiseeis. Okay, das gucken wir uns jetzt an. Speiseeis in der Schweiz und Luxemburg. Bla 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 bla. Aber wann? Eisverkäufer in Rom um 1820. Ja, lol, da sind wir aber 300 Jahre zu früh. Okay. Das ist echt interessant. Okay, zurück zu den Nutten. So, was will die Mutter hier? Buongiorno, Mutter. Ezio, schön, dass du kommst. Was beunruhigt die Dirnen? Die ehemalige Besitzerin Madonna Solari war eine Betrügerin. Wir entdeckten Verbindungen zur Kirche. Schlimmer noch, einige unserer Dirnen schlafen immer noch mit dem Feind. Ich spür sie auf. Besuch Dirnen, denen ich traue. Sie helfen dir. Grazie, Ezio. Okay. Also müssen wir Nutten pimpen? Uff, ey. Okay. Jetzt habe ich quasi Kurtisanenaufträge auf der Karte freigeschaltet. 1, 2, 3 Aufträge. Leute, das muss ich mir wirklich erst noch überlegen, ob wir das machen. Weil
Das ist halt auch wieder eine Menge Zeit, die da weggeht. Gut, aber das war's erstmal mit der Folge hier. Ich danke euch natürlich wie immer fürs Zusehen, hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da oder abonniert. Dazu einfach unten auf mein Logo klicken. Ansonsten das linke Video bringt euch zur ersten Folge von Brotherhood. What the fuck? Alter, draußen vor meinem Haus wird gerade irgendwie so eine Hecke geschnitten oder so. Sorry, wenn ihr das hört. Und das rechte bringt euch zur nächsten Folge. Ich hoffe, bei der sehen wir uns. Bis dahin, haut rein. What the fuck, ey.